Na komm, drauf da. Es sind zwei Schamanen. Deswegen wird da immer wieder was nachkommen. Hier, es sind schon drei neue Rufsymbole. So, das hat sich jetzt ausschamant. Schamaniert, wie man es auch immer nennen mag. Nichte. Uns fehlen die Aufzeichnungen, würde ich mal sagen. Huch, das wollte ich nicht. Irgendwas Schönes zum Lesen, zum Anhören. Das fände ich toll. Hatte ich hier irgendwas übersehen, was Schönes? Ne, oder? Blaue Gegenstände lohnen sich eigentlich gar nicht mehr. Ich wüsste nicht, wo ich noch einen blauen Gegenstand gebrauchen könnte. Weil es ist ja auch nicht so, dass das Gelb jetzt so super selten ist. Ich muss sagen, im Gegensatz zu früheren Teilen, da war Gelb wirklich total selten. Was ich aber bisher nicht wusste, ist, dass es trotzdem noch Sets gibt, also mit den grünen Gegenständen. Was ist das für eine Kiste? Ah, die geht von alleine auf, okay. Denn so ein Set-Gegenstand, diese grünen, habe ich bisher noch so gar nicht gefunden. Nein, jetzt wollen sie wieder mich, ne? Alle auf mich, aber dazu sage ich nur Bären. Das war inspirierend. Ja, ich weiß. Ich kann nachvollziehen, warum Rakkis von den alten Nephalem so besessen war. Ja, weil wir stark sind, ne? Nephalem, die vergessenen Götter. Es wurde ja nie so ganz geklärt in dem Spiel, was wir so wirklich sind. Also wir werden immer als Nephalem bezeichnet, aber was genau hundertprozentig die Nephalem sind, kam das so durch? Ich glaube nicht. Los, meine kleinen Fetische. Ich finde die so super. Die sehen an sich witzig aus, aber ich möchte die nicht beschwören. Es waren, glaube ich, auch so mit die Hassgegner im Diablo 2. Wer erinnert sich nicht an den Dschungel, wo man sich immer durchkämpfen musste, wo sie übereinander standen. Die Schamanen waren am gemeinsten mit ihrem Feuer, wenn du dran standst. Also, das sind alles so Erinnerungen. Mann, Mann, Mann. Wir sind da. In Hogwarts. Juhu! Dann sehen wir doch mal, wo ihr euch versteckt haltet, Maltael. Adria. Die Engel werden unser Fortbestehen niemals zulassen. Sie können nicht akzeptieren, dass wir unseren eigenen Weg wählen dürfen. Die Dämonen sind da wesentlich flexibler. Und jetzt ab in die Suppe, wa? Hat sie sich jetzt gerade selbst geopfert? Wie ist die hässlich? Sieht aber interessant aus. So ein Exoskelett könnte ich auch gebrauchen. Stell dir mal vor, was man da an Beinarbeit sparen könnte. Ich werde meinen eigenen Weg gehen. Der eure. Wow. Man sollte nicht in der Suppe stehen, glaube ich. Wow, ich will da doch nicht drin stehen, Mensch. Au, 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 au. Ich hänge fest. Bis hierhin aber ein sehr entspannter Bosskampf. Diablo hat mir eine Vision gesandt, in der er zurückgekehrt ist. Okay, jetzt passiert und irgendwas. Sei diejenige, die ihn befreit hat. Was sind das denn für Fleischbrocken, die explodieren? Er findet immer einen Weg. Mein Meister wird zurückkehren. Ich habe wenig Bewegungsfreiheit. Wir müssen ein bisschen weggehen. Geht das nicht mehr weg? Diese Dinger finde ich ekelhaft, dass ich die auch nicht. Da kommen noch mehr. Was? Ich glaube, ihr spinnt so ein bisschen. Wow. Okay. Der Bosskampf entpuppt sich gerade als schwerer, als ich dachte. Ich könnte auch viel aus. Ah, guck mal, doch, die Brunnen gehen wieder weg. Dann geht's ja. Ich dachte, es wird einfach immer voller mit der Zeit. Nein. Jetzt kann ich sie auch weiter bekämpfen, während sie das macht. Dann ist es nämlich ihre Schwachstelle. Komm her. Ein paar Bären ist immer noch meine Spezialattacke. Ist ganz wichtig. Ohne Scheiß, ohne die Bären bin ich ein bisschen machtlos. Das stimmt überhaupt nicht. Und wenn, dann kann ich wieder beim letzten Speicherpunkt anfangen. Komm, gleich haben wir sie. Es werden aber auch immer mehr. Muss ich mal dazu sagen. Und ich gönne mir jetzt einfach mal so einen Zaubertrank hier.
Komm, 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 komm. Meine Kraft wächst gewaltig. Du konntest uns nichts entgegensetzen. Die Notiz höre ich mir gleich an. Bevor sie starb, hat Adria ein Abbild der Ebenen des Wahnsinns hervorgerufen. Sie war auf der Suche nach Maltael. Also muss er dort sein. Die Ebenen des Wahnsinns. Klingt einladend. Diablo wird zurückkehren. Ich habe getan, was ich konnte, um dies sicherzustellen. Er findet immer einen Weg. Tief in eurem Herzen wisst ihr es. Ich kehre in die Stadt zurück. Es wurde auch gesagt, dass Diablo eigentlich nicht tot ist. Das ist wie bei Harry Potter, ganz ehrlich. Das Böse kann nicht sterben. Wie sieht's Inventar aus? Inventar ist schon wieder herrlich voll. Das ist eigentlich ganz nett. Vor allem, wie viel das pro Sekunde regeneriert, finde ich nett. Aber 5% Schaden, das ist gut, das mag ich. Vor allem mehr Bewegungsgeschwindigkeit, auch wenn es nicht viel ist. Ja. Da geht mir die Vitalität verloren, das brauche ich dann doch nicht. Huiuiui, mal gerade gucken. Intelligenz, da geht mir halt wirklich... Warte, jetzt muss ich mal gucken, 1100... Es geht, aber der Schaden, der ist besser, ne? Von 5,7 kommen wir auf 6,3. Das ist schon wieder eine legendäre Waffe abgelegt. Es geht dann doch schneller, als man denkt. Noch mehr Damage. Dann sind wir schon bei 6,6. Haben wir mal eben 1000 Schaden zugelegt. Das kann man so lassen. Soll ich euch etwas empfehlen? Ja, bitte. Heute nehme ich à la carte. Was können Sie denn so empfehlen? Die legendären Sachen, ich kann mich davon irgendwie im Moment so schlecht trennen. Ich behalte die immer noch ein bisschen. Und das ist, glaube ich, eine gute Waffe für unsere Tussi. Die ist, oh ja, 119 hat die bisher. Wir holen dir mal den Stab. Dafür investiere ich immer gerne. Achtung, wir steigen von 2,1 auf 4,2. Also der Schaden hat sich verdoppelt. Alles klar. Sehr gut. Kommt die Tussi auch wieder voran. Und das meine ich halt. Da sieht man es noch. Du kannst wenigstens die Charaktere schön hinterherziehen vom Damage. Das könnte ich eigentlich bald mal verkaufen. Das brauche ich nicht. Obwohl, das ist für den Templer. Den habe ich schon mal benutzt. Was hat denn mehr? Das behalten wir mal. Wenn ich mal auf andere Charaktere wechseln sollte. Obwohl ich mit der Zauberin sehr zufrieden bin, dann könnte ich die zumindest einigermaßen ausstatten. Maltael hält sich in den Ebenen des Wahnsinns auf. Dann versteckt er sich ohne Zweifel in der Festung. Maltael kann dort bis zum Ende aller Tage ausharren. Er zwingt uns dazu, zu ihm zu kommen. Er denkt, er könne mächtiger werden als ich, während er wie eine Ratte in den Schatten herumschleicht. Der einzige Weg zu den Ebenen des Wahnsinns führt durch die hohen Himmel. Wir sollten sofort aufbrechen. Gehen wir wieder durch die hohen Himmel. Ich bin mal gespannt, ob die hohen Himmel, das ist ja da, wo die Engel wohnen, jetzt wieder repariert ist. Ob das wieder gut aussieht. Was passiert hier? Die Engel sind schon wieder tot. Immerhin, im Moment sieht es einigermaßen repariert aus. Man müsste nur mal so die toten Engel weg. Zerstört das Tor! Die Nymphalem ist hier. Nein, nein, nein. Wir lassen alles, wie es ist. Ich bin dafür, dass alles so bleibt. Hier sind ganz schön viele Todesmites, kann das sein? Ja, die Bären regeln das. Die Bären regeln es immer. Ich finde es immer schade, hier oben sieht so schön aus und dann müssen die immer die Engel töten. So, weg. Ein kosmischer Mantel. Cool, wir werden jetzt Raumfahrer. Dann machen wir die mal weg. Wieso machen die denn nix? Ihr wagt es, uns anzugreifen? Imperius ist immer so ein bisschen verstrahlt, finde ich. Der herrscht da hier, aber hat auch gegen Diablo schon versagt und wollte sich das nicht eingestehen. Maltael ist mein Bruder. Ich habe in Tausenden von Schlachten an seiner Seite gefochten. Außerdem kümmert es mich nicht, dass er euch und euresgleichen zu vernichten sucht. Doch mein Bruder
Bruder ist krank und um seinetwillen muss er aufgehalten werden. Nur bringe ich es nicht übers Herz. Also liegt es an euch. Kommt, Nephalem, auf in die Ebenen des Wahnsinns. Siehst du, der hasst uns nämlich. Blöd Arsch. Mann, Mann, Mann. Ja, darf ich? Du gehst so langsam. Du hast Flügel, Engel. Beweg deinen fetten Hintern. Der Pfad des Krieges. Wir sind gespannt. Maltael wollte mir den Weg in die Ebenen des Wahnsinns versperren. Er weiß, dass ich ihn verfolge. Ich werde das zerschlagene Land durchqueren, um dass Engel und Dämonen ihren ewigen Krieg führen. Mein Ziel ist die Festung des Wahnsinns, hinter deren Mauern der Engel des Todes wartet. Klare Worte. Ich meine, wo wir hin müssen, das ist ja eigentlich klar. Immer der Na... Könnte ich zurück? Ich könnte zurück. Bringt mir nur nichts. Und hier liegen auch nur tote Dämonen. Das mag ich mal. Ich mag es immer nicht, wenn hier tote Engel liegen. Das ist immer so dramatisch. Da muss ich immer fast weinen. Aber solche Gebiete sind okay. Erinnert mich fast an die Chaos-Ebene aus Diablo 2, Akt 5. Ein bisschen geklaut. Hier befindet sich ein Feldlager. Wir treffen uns dort. Ich werde euch zeigen, was getan werden muss. Nimm mich mit! Ich kann doch auf deinem Rücken fliegen! Was wird hier rumgeschossen? Leiche eines Engels, okay. Ah, jetzt hören wir gleich wieder neue schöne Sachen. Die Verwüster zählen zu den furchterregendsten Soldaten der Hölle. Seit sie auf den Geschmack des Krieges gekommen sind, verweilen sie auch weiterhin in den Ebenen des Wahnsinns. Obwohl die letzte Belagerung der Festung schon war. Lass uns keine Zeit verlieren. Mann, Imperius, der hat gerade geredet, aber es war cool, wie er die vernichtet hat, obwohl ich das auch selbst geschafft hätte, ganz ehrlich. Mann. Die Ebenen des Wahnsinns sind ein großes, chaotisches Reich, in dem noch viele Dämonen verstreut sind. Insbesondere die kriegsgezeichneten Marodeure waren nicht gewillt, wieder in die Höllen zurückzukehren und sind zur Plünderung der auf dem Schlachtfeld verbleibenden Engelsstützpunkte übergegangen. Sie sind vielleicht nicht die mächtigsten, doch gewitzte, hinterlistige und erfahrene Krieger. Es sind halt Marodeure, ne? Ja, aber jetzt, immerhin, jetzt kriege ich wieder so ein paar Hintergrundinfos. Da bin ich ja heilfroh, was passiert hier? Okay, ich habe jetzt einen Turm abgeschlagen. Cool. Voll wichtig. Los, komm. Ey, ich möchte dran. Ich muss jetzt wieder durchgucken. Ich brauche wertvolle Items. Ach so, der schießt die ganze Zeit, wenn ich das nicht wegmache. Ah. Okay, jetzt wird er eh wieder kommen, Imperius. Weil ich hier sonst nicht... Ja, genau. Er löscht sie immer alle aus. Schön. Wenn ihr bestehen wollt, müsst ihr euch mehr anstrengen. Dann bleibt doch direkt hier, Mensch. Haut immer ab und haut dann die fetten Sprüche raus, ne? Hässlicher Wicht, ey. Aber wer es nicht kennt, sollte sich mal das erste Video vom 4. Akt angucken. Gibt's bestimmt irgendwo auf YouTube. Da muss ich sagen... Hat damals auch schon Diablo 2 ziemlich begeistert von diesen Zwischensequenzen und jetzt gerade, weil es die Technik einfach zulässt, ist da richtig hammerfette Sachen rausgekommen. Also das erste Video vom 4. Akt, das kann durchaus was. Ich glaube, ich gucke es mir gleich nochmal an. Und wie gesagt, auf YouTube findet man alles. Schaut euch mal ein bisschen um. Hey, 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 was ist hier los? Ich stehe da in der Verseuchung drin, das ist nicht so gut. Hey, ich trinke mal was. Komm, das ist jetzt der zweite Heiltrank. Jetzt hör mal auf hier, Mensch. Du Sack. Erst blockiert er mich, also... Oder wie nennt man das? Ich weiß es gar nicht mehr. So, wieder einer weg. Oh, da, man steht in dem Gift und kann sich nicht bewegen. Säcke. So, der ist schon mal tot. Da ist er wieder. Na, ist wieder ein dummer Spruch auf Lager. Das ist eine Belagerung. Eine Belagerungsrune? Wo ist eine Belagerungsrune?
Habe ich jetzt eine Belagerungsrune bekommen? Hab ich nicht. Wo ist meine Belagerungsrune? Nein! Hier irgendwo? Wir gucken erstmal durch die Kisten. Makelloser Rubin. Das ist doch okay. Hatte ich das hier oben? Ich war da... Nö, auch nicht. Ach komm, dann leck mich doch am Arsch. Wo hatten denn jetzt die Rune hin? Jetzt? Jetzt vielleicht? Nein. Man gebe mir jetzt meine Rune. Ich habe sie mir verdient. Rune? Rune? Ach, das ist doch arschig. Du willst mir nicht eine Rune geben? Seht ihr die Arme dort unten? Nur mit ihrer Hilfe könnt ihr in die Festung gelangen. Aber ohne die Belagerungsrunen, die sie antreiben, ist sie nutzlos. Ihr besitzt bereits eine, aber es gibt noch zwei weitere. Ihr könnt sie auf dem unten liegenden Schlachtfeld finden, zusammengepfercht mit den Dämonen, die sie einst trugen. Geht zur Ramme, sobald ihr die Runen habt. Aber Nephalem, ihr solltet wissen, dass ich euch nicht dafür danken werde, wenn ihr Maltael von seinem Wahnsinn befreit. Ich brauche euren Dank nicht. Eben, wir sind auch so cool. Ist das jetzt eigentlich eine Engelsfestung? Frage ich mich. Weil wir sind ja jetzt auf der Ebene des Wahnsinns. Wahnsinns oder Chaos, eins von beiden. Und wo habe ich jetzt die Belagerungsrune? Oder habe ich die nicht im Invent... Sehe ich die nicht? Nee, die sehe ich wahrscheinlich so auch gar nicht. Naja, dann halt nicht. Ich muss das nicht sehen. Ich gewinne auch blind. Achtung, ich spiele jetzt mit Augen zu. Sieht er? Läuft gut, wenn ich die Augen zumache. Vielleicht müsste ich dafür eine Facecam machen, damit ihr mir das auch glaubt. Die kennen wir noch nicht. Sehr gut. Das heißt gleich jetzt wieder Infos. Die Ebenen des Wahnsinns sind ein raues Pflaster. Und ihre Einwohner müssen listenreich sein, um dort zu überleben. Ein perfektes Beispiel sind die Täuscher, die sich in den Stein direkt unter ihren Füßen hüllen. Sie erscheinen als mächtige Riesen. Ein paar harte Schläge offenbaren jedoch, dass ihre wirkliche Form wesentlich kleiner ist. Meine Reise in die Ebenen des Wahnsinns hat es mir ermöglicht, eine neue Welt zu sehen. Eine Welt, die für sterbliche Augen fast schon zu fantastisch ist. Die uralten Schlachtfelder erstrecken sich vor mir. Eine Einöde, die von kleinen umherstreifenden Bestien bewohnt wird. Sie ziehen endlos durch das Land und gedeihen an den Überbleibseln der Magie vergangener Schlachten. Oh, jetzt ist Geschichtsstunde, juhu! Nicht alle Gefahren der Ebenen des Wahnsinns lauern an der Oberfläche. Die Tunnelgräber verstecken sich direkt unter der Erde und brechen hervor, um mit ihren gewaltigen Kiefern nach ihrer Beute zu schnappen. Und meine heldenhaften Freunde fragen sich, warum ich die Festung nicht verlasse. Das ist übrigens Deckard Cain, der da spricht, für alle, die das nicht wissen. Ich mache so ein bisschen so ein Mix, ne? Also ich möchte jetzt nicht zu viele Infos geben, weil das langweilt die, die es schon kennen. Aber so Grundwissen, das ist, was ist das? Muss ich das kennen? Wissen! Ich vermute, dass die Stachelkrake zum Teil dämonischen Ursprungs ist, da ihre Erscheinung viel zu unheimlich ist, um in der Natur vorzukommen. Sie scheidet ein giftiges Toxin aus, das den höllenwürdig wäre und ernährt sich meines Wissens nach nur von ihren Artverwandten sowie toten Dämonen. Es bleibt nur zu hoffen, dass sie niemals auf einen Menschen stößt. Ja, gut. Ach nee, wir sind ja ein Gott. Ich wollte gerade sagen, ist jetzt geschehen, aber... Naja, wir können damit umgehen. Hey, ich bin ein Mensch mit 41.000 Leben. Ist das schon mal okay? Komm her, Baby. Hier sind ziemlich viele. Und wie töten wir die alle? Bären? Nein, geht auch so. Schocktürme hätte man auch mal was zu sagen können. Aber das war denen wohl zu langweilig. Komm, verrecke. Kannst eh nix. Das ist eh eine Mogelpackung. Hier sind so viele Gegner. Ich könnte mir vorstellen, dass hier gleich irgendwas rausbricht. Eine perfekte Attacke.
Genau, eine perfekte Attacke bricht daraus. Nein, ich meine so eine Rune. Die müssen ja auch irgendwo sein. Erleuchtung ist geil.